Und wir machen mit Ihnen jetzt wieder eine Rundreise durch die Region Hannover. Jahr für Jahr können Sie beim Regionsentdeckertag die schönsten Ecken in und um Hannover erkunden und erleben. Jetzt hatte die Region wieder dazu eingeladen und ein förmliches Muss an diesem Tag ist ein Besuch in Hannovers Innenstadt. Was die zu bieten hatte, sehen Sie jetzt. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Herzlich willkommen zu dem 27. Entdeckertag hier in Hannover. Viel Spaß beim Entdecken. Wir sehen uns später. Tschüss. Salut. Au revoir. In Hannovers Innenstadt gibt es beim 27. Entdeckertag viel zu erleben und auszuprobieren. Zahlreiche Besucher können hier bei den Bühnenauftritten unterschiedliche Musikrichtungen genießen und sich an den einzelnen Stationen ein Bild über die verschiedensten Themen machen. So auch bei der Station der Klimaschutzagentur Hannover. Hier gibt es viel zu mitmachen. Die Leute sind hier, also wir haben da ein bisschen für Kinder den CO2-Contest mit unserer Klimaprinzessin Cleo. Und ansonsten natürlich noch für Energiebauer, Energiesparen, Modernisieren haben wir hier auch guten Zulauf. Zum Probieren gibt es bei der Station nämlich auch etwas. Hier wird den Besuchern Solarkaffee angeboten. Hier haben wir unser Solarkaffee. Wir kochen hier unseren Kaffee mit solarer Energie. Sprich, die Sonne erhitzt die Kollektorflächen. Und wir benutzen dann das warme Wasser, um unseren Kaffee zu kochen und hier unter das Volk zu bringen und die Leute mit ein wenig Kaffee zu versorgen. Auch für Kinder werden viele Stationen zur Verfügung gestellt. Eine davon ist der Zirkus Bunttropfen. Hier präsentieren Kinder und Jugendliche ein eigenes Programm. Tom Heidrich, dessen drei Söhne auch beim Zirkus Bunttropfen performen, erzählt, was für Auftritte hier zu sehen sind. Die Kinder führen hier Themen auf und versuchen diese Themen wie Sommer, Sonne umzusetzen in ihren akrobatischen Darstellungen und Clownerie als etwas, was strahlende Freude offerieren soll. Wem das nicht genug ist, der kann sich an den vielen Sportstationen am Egidientorplatz beteiligen. Hier kann man klettern, Fußball spielen und sogar Kampfsport ausüben. Na, wenn das nichts für Sportfans ist. Wer sich einen gemütlichen Nachmittag machen möchte, kann sich zurücklehnen und genießen.